Ja, welcome back und wir gucken mal, was sich hinter dieser Tür befindet. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Nein. Wie schön, euch kennenzulernen. Tja, und wer seid ihr? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ja, eigentlich schon. Also ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Ahrens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Ohne diese Bücher gehe ich nirgendwo hin. Versucht ihr etwa, mich zu bedrohen? Nachdem ich so gastlich war. Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Ich wusste es, dass sie mich angreift. Woher wusste ich das? So. Dann machen wir das ganz einfach. Dann machen wir das so. Ich schaue mir so ein Ding rein hier. Dann mache ich das so. Ey, Moment. Können wir schon mal die Bücher nehmen? Uno. Was tust du denn für einer? Warte, gib mir mal das Buch. Das will ich nehmen. Danke. Oh, ich sehe gar nichts. Wo bin ich? Oh. Hey, noch ein Buch. Okay. Ich kann weg hier. Nein, ich bring dich natürlich erstmal um. Wo bist du? Da. Ey, hör auf, Lydia zu beschießen hier. Ich glaube, es geht los. Wo bist du? Wo bist du schon wieder? Wo bist du? Da. So, was hast du nun davon? Dummes Stück, du, ey. Und da hinten haben wir noch, ja. Ja, cool, die Bücher habe ich mir ja schon eingesagt. So, dann gucken wir mal, was hier los ist. Leerer Sack. Ich mache mir erstmal mal ein bisschen Kerzenschein. Was ist denn hier so alles? Das nehmen wir natürlich alles mit. Knochenmüll, ja, das nehmen wir auch. Knobi. Und ein Beutel. Oh, mit dem Dietrich, wow. Hier ist natürlich wieder nur Dreck drin, ne? 22 Gold, auch nicht schlecht. So, dann gucken wir mal. Orkische Rüstung, wow. Oh, ich kann nicht so viel tragen. Das ist mir aber egal, weil, Scheiß auf, was war das jetzt hier? Weil ich muss jetzt echt diese Rüstung da anziehen. Na, Lydia, ey, wir sehen schon beide ziemlich bekloppt aus, weißt du das eigentlich? Oh mein Gott. Was braucht ihr? Braucht ihr mich noch? Ja. Ich gebe euch Deckung. Nee, du musst aber was tragen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Was habe ich denn? 330? Ach du Scheiße, ey. Warte mal, das nehmen wir erstmal hier. Das kannst du ja eventuell. Oder ich kann das hier eventuell wegschmeißen. So, jetzt was gebe ich dir denn mal, ey? Was haben wir denn da? Stahlschuppenstiefel. Also die musst du auf jeden Fall mal erstmal nehmen. Das kannst du auch erstmal alles nehmen. Ich hoffe, die kann erstmal noch ein bisschen was tragen hier, weil... Ich gebe ihr erstmal das ganze Zeug hier.
zumindest so viel. Was haben wir denn hier noch so an Waffen? So viel, dass ich... Das kriegst du noch. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was hier wegschmeißen, wa? Waffen, was haben wir denn so? Das muss ich auf jeden Fall fallen lassen. Das auch und das auch. Jetzt bei Bekleidung, was haben wir denn hier? Da hatte ich doch genau, warte mal, das gibt 100, das gibt 75, das Gewicht 6. Können wir das einfach fallen lassen? Dann kann ich auch wieder latschen. Ne, Lydia? So, wir gehen jetzt hier raus. Ja, jetzt haben wir wenigstens mal eine Rüstung. Jetzt können wir mal so ein bisschen Nahkampf machen. Kriegen wir vielleicht nicht so auf die Fresse. Weil, das war auch ein bisschen einhändig trainieren, weil da sind wir ja auch noch nicht so weit. Das gibt ja auch so ein bisschen Level Up. Also zumindest ein bisschen EP. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. Was ist hier? Himmelsrand. Oh, perfekt. Dann sind wir endlich raus hier. Jo. Wie muss ich eigentlich die Bücher nochmal wiederbringen? Weiß nicht, dieser Typ, dieser Ork, ne? Oh, hier muss er nochmal gucken. Da muss ich nochmal. Und zwar. Bringe die Bücher zurück. Akademie, jojo, dann müssen wir das da auf jeden Fall hinbringen. So, es ist mal hell. Ja, ich habe gesagt, es ist mal hell. Hey, was ist da? Ach, schade. Ich dachte, da wäre noch mal so ein Vorkommen oder so. Aber nee, 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 nee. Aber hier war ja eh nichts mehr, oder? Ach so, ja, hier sind wir reingegangen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zur Akademie und geben diese schäbigen Bücher da ab. Mal gucken, was passiert. Da müssen wir bestimmt nochmal nach Saartal rein. Oder? Oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin hier mal gespannt. Akademie. Akademie. Was ist denn hier los? Hey, ihr, wo wollt ihr hin? Wir hätten Saartal nicht stören sollen. Einerlei, was ihr dort unten gefunden habt. Stimmt was nicht? Ja, aber darüber muss Stillschweigen bewahrt werden. Ich habe vielleicht eine Vereinbarung mit Entier getroffen. Er hatte etwas, das ich brauchte, also habe ich ihm dafür etwas von mir gegeben. Das war ein Fehler und nun will ich zurückhaben, was ich ihm gegeben habe. Es ist ein Amulett, das meiner Familie gehörte und ich hätte es Entier niemals geben dürfen. Aber er will nicht mit mir reden. Redet ihr mit ihm und findet heraus, wie ich mein Amulett zurückbekommen kann. Okay. Was wollt ihr denn ihr von Entier haben? Das spielt keine Rolle. Und es geht euch auch nichts an. Redet einfach mit ihm. Versucht ihn zu überreden, mir mein Amulett zurückzugeben. Warum ist dieses Amulett so wichtig für euch? Ich habe euch doch gesagt, es gehörte meiner Familie. Ich weiß, dass sie meine Ziele immer missbilligt haben. Dass ich Magie studieren wollte, anstatt ein Bauer oder ein Jäger zu werden. Aber wie schlecht sie mich auch behandelt haben, sie sind doch immer noch meine Familie. Das ist mir leider zu spät eingefallen. Okay. Also gut? Was ist denn hier los? Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge... Ich will euch einen Rat geben. Es gibt einige Experimente, die die Akademie nicht gerne sieht. Das heißt, wenn sie davon Wind bekommt.
Okay, was genau ist hier nicht erlaubt? Es ist zum Beispiel keine gute Idee, eure Kollegen an der Akademie absichtlich umzubringen. Davon würde ich euch abraten. Auch Diebstahl und Überfälle können euch in Schwierigkeiten bringen. Und was die Forschung betrifft, nun, mit einer guten Erklärung kommt ihr mit fast allem durch. Mhm. Wenn ihr für eure Experimente lebende Testobjekte braucht, ist es einfacher, das außerhalb des Akademiegeländes zu erledigen. Okay. Ich habe gehört, dass ihr ein Elf seid, der Dinge beschaffen kann. Nun ja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Sucht mich in meinen Räumlichkeiten auf. Wo sind Solltet deine... Solltet ihr jemals etwas brauchen, besonders wenn es schwer zu bekommen ist, lasst es mich wissen. Ja, aber ich habe gehört, ja, du hast da was, was diesem Unmund gehört. Ach, wirklich? Na, das ist ja putzig. Onmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Was können wir denn hier so nehmen? Es ist im Interesse aller, wenn ihr das Amulett zurückgebt. Tja, wisst ihr, es ist mir herzlich egal, was für alle das Beste ist. Mich kümmert nur, was für mich am besten ist. Okay, und ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei... Nein, nein, ihr versteht das nicht. Onmund hat ein Geschäft abgeschlossen. Er hat seine Wahl getroffen und nun muss er damit leben. Ey, du bist so ein Penner. Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir keine Umtauschmöglichkeit gibt. Ja, aber es muss doch irgendetwas geben, was du haben willst, verdammte Scheiße, sonst bringe ich dich wieder um. Wie hartnäckig ihr seid. Das ist richtig rührend. Onmund gab schon auf, als ich das erste Mal Nein sagte. Aber ihr nicht. Na schön, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Tun wir mal einen Moment lang so, als wollte eine gewisse Person einen ganz bestimmten Stab erwerben. Tun wir außerdem so, als hätte sie für den besagten Stab ein paar wertvolle Gegenstände eingetauscht. Und erst später kam der Gedanke auf, dass diese Person einen solchen Stab missbrauchen könnte. Das sich daraus ergebende Desaster würde ein schlechtes Licht auf alle Beteiligten werfen. Könnt ihr mir noch folgen? Worauf wollt ihr hinaus? Ihr seid darin nicht sehr gut, oder? Hört zu, ich habe etwas gegen einen Stab eingetauscht und später festgestellt, dass das keine gute Idee war. Also möchte ich meinen Stab zurückhaben. Versteht ihr jetzt? Okay, Das ist eine ganz andere Situation. Ich erwarte nicht, dass ihr die Nuancen in diesem Ding versteht. Dennoch mache ich euch ein ganz einfaches Angebot. Ihr besorgt mir den Stab und ich gebe euch Onmunds kostbares Amulett. Abgemacht? Okay, wa? Oder? Ihr wollt also euren Stab zurück? Ja, ich dachte, das hätten wir bereits geklärt. Onmunds Amulett im Austausch gegen meinen Stab. Okay, dann besorge ich dir deinen beschissenen Stab. Endlich sind wir uns einig. Ich freue mich darauf, ihn bald wieder zurückzubekommen. Je eher, desto besser, um genau zu sein. Okay. Jetzt muss ich irgendwie den beschissenen Stab finden, wa? Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Gut. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Ey, wow, das Ding ist ja jetzt hier, wa? Alles klar, hiermit verabschiede ich mich von euch und sag für immer Tschüss. Nein, Quatsch. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part.